Gehen wir weiter zum Hadith Nummer 3. Und zwar, der Hadith Nummer 3 handelt um die Arkan des Islams. Die wurden eigentlich schon erwähnt im zweiten Hadith, deswegen werden wir uns hier etwas kurz halten. Ich lese ihn erstmal auf Arabisch vor. An Abdullah ibn Umar رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله شهادتي oder شهادة يجوز الوجهان beides ist erlaubt. Wenn du sagst شهادتي, dann ist das ein Bedel von dem Wort خمس. Und wenn du sagst شهادة فهو خبر لمبتدأ محذوف يعني هي شهادته الأركان الخمس هي شهادته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. عبد الله ابن عمر überliefert, ich hörte den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم sagen: Der Islam ist auf fünf Eckpfeilern oder Säulen aufgebaut. Das Bekenntnis, dass es keinen Ilah außer Allah gibt. Und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das Verrichten des Pflichtgebets. Die Entrichtung der Zakat. Die Pilgerfahrt zum Haus. Und das Fasten im Monat Ramadan. Wenn ihr euch erinnert, kam im letzten Hadith, im Hadith von Umar, vor, وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حَجُّ الْبَيْتِ für den, der das Vermögen dazu hat. Mit Vermögen meine ich also die Fähigkeit. Die Fähigkeit im finanziellen Sinne, sowie auch im Sinne der körperlichen Gesundheit. Tragfähigkeit. Das ist eine Bedingung, die Qudra, also das Vermögen zu haben, eine Handlung durchzuführen, ist bei jeder Ibadah bedingt. Oder nicht? Bei jeder. Beim Fasten, Al-Ajiz, der unfähig ist zu fasten, muss er fasten. Also wird auch die Qudra hier bedingt. Al-Qiyamu fi Salat, das Stehen im Gebet, يجب على القادر دون العاجز. Muss nur das körperliche Vermögen dazu hat, nur er muss es ausführen. Warum wird das speziell beim Hajj erwähnt, wenn das doch ein allgemeines Maxim ist? Weil die Unfähigkeit beim Hajj viel öfter stattfindet, viel öfter existiert bei den Menschen und weil das es ist etwas Vordergründiges, das man sehen kann oder fühlen kann. Aber es ist eine Bedingung bei allen Pflichthandlungen. Tayyib. Buni al-Islamu ala khams. In einer Riwaya bei Muslim, derselbe Hadith, in einem anderen Wortlaut bei Muslim, dort heißt es, Buni al-Islamu ala khams, ala an ta'bud Allah wa takfura bima siwa. Dass du Allah Ta'ala anbetest und die Anbetung anderer neben ihm negierst. Dann ist hier noch ein kleiner Punkt in diesem Hadith. Und zwar sagt er hier, wa hajjil bayt wa sawmi Ramadan. Was wurde zuerst zur Pflicht gemacht? Das Fasten. Warum ist dann das Fasten hier dem Hajj nachgestellt? Wa Hajj al-Bayt wa Sawm Ramadan. Müsste das nicht nach der Reihenfolge sein? Deswegen hat Ibn Umar in einer anderen Überlieferung des Hadith, ihr wisst ja, dass Ibn Umar hat den Hadith mehreren Personen mitgeteilt. Mehrere Personen haben es von ihm gehört. Dass, wenn wir ein Wortlaut hier darstellen, das bedeutet, das ist die Überlieferung einer bestimmten Person über Ibn Umar.
In einer anderen Riwayah hat Ibn Umar diesen Hadith vorgetragen oder den Menschen berichtet und einer der Anwesenden hat ihn wiederholt. Dort hat er aber genau das gemacht, was hier gemacht worden ist. Er hat das Fasten dem Hajj nachgestellt. Und darauf hat Ibn Umar darauf beharrt, dass er das korrigiert. Also in eine andere Reihenfolge. Aber es ist nicht so schlimm, weil das Wort wow, wa, dient nicht der Reihenfolge. Al-wawu la taqtadi tartiban. Und deswegen ist die Mehrheit der Ahlul Ilm der Auffassung, dass die Reihenfolge im Wudu nicht verpflichtend ist. Die Reihenfolge im Wudu ist nach dem Jumhur der Ahlul Ilm nicht verpflichtend. Warum? Weil sie sagen, dass der Partikel oder die Partikel wow ist nicht für die Reihenfolge gedacht. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Alle vier Bereiche des Wudu wurden hier mit dem Partikel wow verbunden. Der Madhhab der Hanabila und Ahmed ibn Hanbal ist Säule. Nein, es gehört zu den Wajibat. Es gehört zu den Wajibat des Al-Wudu. Nach dem Madhhab der Jumhur, wenn jemand erstmal mit seinen Füßen beginnt, er wäscht zuallererst seine Füße, dann benetzt er sich seinen Kopf, dann wäscht er sich die Arme und dann wäscht er sich das Gesicht. Ist gültig, oder? Ist gültig, aber das heißt, wenn wir sagen, es ist nicht verpflichtend, dann soll man nicht daraus verstehen, dass es erwünscht ist. Es geht nur darum, wenn er es macht, dann ist es so, aber er soll es nicht so machen. Denn auch diejenigen, die der Auffassung sind, dass keine Pflicht ist, sind sich alle darin einig, dass es nicht überliefert worden ist, es ist nicht in einem authentischen Bericht vorzufinden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese typische Reihenfolge nicht eingehalten hätte. Das gibt es nicht. Gut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier Buni al-Islam. Das kommt von dem Wort Al-Bina. Al-Bina ist ein Bauwerk. Und ein Bauwerk kann nur bestehen und stabil stehen, wenn sämtliche Hauptpfeiler existieren. Deswegen gibt es hier drei Dinge oder vier. Fehlen alle dieser Eckpfeiler, alle Arkan fehlen, die Shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, das Fasten, das Beten, die Hajj, die Zakah, so ein Mensch ist kein Muslim. Mit Konsens der Ahlul Ilm. Mit Ittifaq der Ahlul Ilm. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, die Shahada la ilaha illallah fehlt. Auch das ist kein Muslim. Nummer drei, alles besteht, nur das Gebet fehlt. Das ist umstritten. Und in Ahlul Ilm ist das umstritten. Nummer 4, die Shahada und das Gebet sind da, aber die anderen drei Elemente fehlen. Bei der Mehrheit der Ahlul Ilm ist das Fehlen dieser drei Elemente führt nicht aus dem Islam. Bei der Zakat zum Beispiel wird in dem langen Hadith, ein sehr langer Hadith bei Muslimen überliefert, über diejenigen, die das Gold und Silber besitzen, Gold und Silber besitzen und die Zakat davon nicht zahlen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet in dem Hadith, dass für sie Platten daraus hergestellt werden, Platten, die angeheizt werden und mit denen sie gebrandmarkt werden. An einem Tag, dessen Länge 50.000 Jahre sind. Also vor dem Betreten, bevor sich die Ausgänge der Menschen entscheiden. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den, der die Zakat seines Geldes nicht zahlte,
Er sagt, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Und dann wird sich sein Ausgang stellen, also danach, entweder ins Paradies oder in die Hölle. Das kann man nicht über einen Kafir sagen, das ist ein Muslim. Das heißt, wer diesen Zakat nicht zahlt, er weiß aber, dass das verpflichtend ist und er sich dadurch versündigt und dass er Unrecht begeht, der ist dennoch ein Muslim. Aber die Zakat wird ihm in einer Zwangsmaßnahme entnommen. Sie wird ihm in einer Zwangsmaßnahme entnommen. Es wird überliefert in manchen Berichten, dass jemand, der die Zakat zurückhält, sie nicht zahlt, dass er auch mit einem Strafgeld bestraft wird, geahndet wird. Deswegen heißt es in einer Überlieferung, inna akhiduha wa shatru mali, als eine Form der Uquba. طيب